Die Universität Stuttgart hat ja mit 20.000 Studenten ein reiches Forschungsergebnis, über 2.000 Mitarbeiter, über 200 Professoren erzeugt und wirklich neue Ergebnisse. Aber nur selten ist es so anschaulich wie heute hier. Ich kann es aus eigenen Erfahrungen schildern. Bei mir am Institut entstehen kleine Chips. Wenn man dann die neuen Ergebnisse anschaut, dann muss man ein Mikroskop durchschauen, um zu sehen, dass da was ist. Hier werden wir ja heute gleich mit den Bällen sehen, wie gut es funktioniert. Jeder von uns hat als Kind mal Fußball gespielt, weiß also, wie schwer es ist, aus der Entfernung von geschätzt 10 Meter den Ball dann in die obere linke Ecke zu schießen. Und ich bin gespannt, wie gut dass das funktioniert. Dieses kleine technisch-mechanische Kunstwerk ist ja quasi aus dem Kern der Universität. Ne? Die Universität ist ja technisch-naturwissenschaftlich orientiert. Hier ist also Technik da. Wir kriegen alle Kenntnisse der Naturwissenschaft für den Ball vorgeführt. Und ich bin gespannt, ob das Andrehen und Schießen da so wunderschön funktioniert. Also, auf zur Manfred, vielen Dank. Wir werden also zuerst mal David gegen Goliath ohne Mauer schießen lassen. Das heißt, wir haben einen Elfmeterschuss, wie er im Stadion auch vorkommt. Und Goliath versucht, die Bälle zu halten. Ich möchte Sie jetzt bitten, vielleicht hinter die weiße Linie zu gehen. Da steht kein Wort, Sie brauchen doch nichts zu erklären. Nächster Schuss rechts oben ins Eck. Gehen Sie noch ein bisschen raus von der Kamera, sonst hat Boris keine Chance. Jassi, was ist das für eine Außenbauschale? So Plastik, Kunststoff. Es wird für Karnevalswegen auch verwendet.